Guten Morgen, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Harry Potter Hogwarts Mystery. Wir haben im gestrigen Teil endlich Kapitel 7 abgeschlossen und haben Ben dazu verholfen, seine Angst durchs Fliegen zu überwinden. Oder vielmehr vor dem Fliegen zu überwinden. Wie dem auch sei, wir machen jetzt direkt weiter mit Kapitel 8, Vorbereitung auf den Raum. Nachdem du deinen Vertrauensschüler beruhigt hast, widmest du dich der verschlossenen Tür. Warum macht Snape so ein Geheimnis darum? Und was hat das alles mit dir zu tun? Wohl eher mit ihrem Bruder. Wir sollen jetzt erstmal mit Rowan sprechen. Ich kann selbst kaum glauben, dass ich das sage, aber du musst endlich mal von den Büchern wegkommen und mir vom verschlossenen Raum erzählen. Das sollte kein Problem sein. Aber die Frage ist, wissen wir denn wirklich so viel darüber? Wir wissen ja lediglich davon, dass unser Bruder die verwunschenen Verliese gesucht hat. Eben auch diese Räume, schätze ich mal. Dementsprechend haben wir ja jetzt nicht so viel zu erzählen, weil uns das Wissen insgesamt fehlt. Oder habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendeinen Dialog verpasst? Habe ich irgendwelche Informationen verpasst, die dahingehend ein Gespräch mit Rowan erklären könnten? Ab und zu gibt es so ein paar Logikproblemchen. Gut, Schnitzel, wir sind jetzt in der großen Halle und müssen Rowan finden und sie sitzt ausnahmsweise nicht an einem Tisch. What happens? Da bist du ja! Ich habe gehört, dass du im Unterricht ausgezeichnet bist und Hauspunkte für Ravenclaw verdienst. Alter, Rowan, du sitzt jedes Mal neben mir. Hey, du bist diejenige, die mir in den Besenflugstunden Punkte eingebracht hat. Ich habe nicht nur Hilfe beim Verdienen von Hauspunkten bekommen, sondern einen Plan geschmiedet, in den Raum zu gelangen, den Mrs. Norris bewacht. Großartig! Und was ist das für ein Plan? Zuerst müssen wir an Mrs. Norris vorbeikommen. Wenn wir ihr ein Schlafmittel verabreichen, sollte sie lang genug bewusstlos sein, um an ihr vorbeizuschleichen. Als nächstes müssen wir durch die Tür in den Raum gelangen. Der Entsperrungszauber Alohomora sollte das bewirken. Als drittes müssen wir den Weiche-Zurückfluch Flipendo lernen. Mit ihm können wir entkommen, falls wir so wie im Raum mit der Teufelsschlinge gefangen werden. Ha, wenn du Snape bittest, dir mit einem Schlafmittel zu helfen, schöpft er nur Verdacht. Und wenn wir Penny fragen, sie hat doch gesagt, sie ist gut da drin, oder? Yay. Ich werde Penny Haywood fragen. Penny Haywood? Sie ist das beliebteste Mädchen unseres Jahrgangs, wenn nicht sogar von ganz Hogwarts. For real? Eine Erstklässlerin ist das beliebteste Mädchen der ganzen Schule? Okay. Sie hat mir angeboten, mir zu helfen, wenn ich sie brauche, und meinte, dass sie ziemlich gut bei Zaubertränken sei. Ach, sie ist bescheiden. Wenn irgendjemand aus unserem Jahr weiß, wie man ein Schlafmittel braut, dann ist sie es. Und wie sieht's mit Filch aus? Du hast mich mit deinem Forschungseifer angesteckt. Also habe ich selbst ein paar Nachforschungen zu Filch angestellt. Ich denke, ich kann ihn von uns ablenken. Da ist noch etwas. Was? Ich glaube, wir brauchen noch jemanden, um das durchzuziehen. Wen möchtest du noch mitnehmen? Ben oder Penny? Ich denke eher, dass Penny uns helfen könnte, oder? Mit Ben haben wir allerdings schon einen höheren Freundschaftslevel. Wir nehmen Penny mit. Penny! Ich weiß, dass sie ihre Hilfe angeboten hat, aber das geht ein bisschen weit, Valkyria. Ich weiß, aber ich glaube, sie kann uns wirklich helfen. Wir können uns von Ärger fernhalten, wenn wir genau wissen, was in Hogwarts vor sich geht, und ihre Zaubertrankkünste werden uns mit dem helfen, was uns hinter dieser Tür erwartet. Viel Glück, Valkyria! Sag Bescheid, wenn du bereit bist, den Plan in Angriff zu nehmen. Alles klar, wir haben jetzt noch ein paar Nebenquests hier. Das Schlafmittel brauen wir erst in 3 Stunden. Deswegen gucken wir mal, was wir noch machen müssen. Wir müssen Chester berichten. Chester möchte dir etwas sagen. Stärkeprüfung. Ich habe aber momentan nicht so viele Energiepunkte. Ich gucke noch mal kurz. Wir haben jetzt 72 Punkte. Und wir sind trotzdem noch auf dem 4. Platz und ich glaube sogar mit Abstand. Oh, ja, könnte man so sagen. So ein Mist. Naja. Gut.
Gehen wir erstmal kurz zu Chester und fragen ihn, was er von uns will. Vermutlich. Wir müssen ja sowieso noch 3 Stunden warten, bis wir wieder mit Rowan quatschen können. Also berichten wir jetzt erstmal Chester, was auch immer. Gut. Ich habe fürs Erste genug vom Duellieren, Valkyria. Ich bin eine Leserin, keine Kämpferin. Du bist irgendwie voll so Hermine. Hättest du Interesse an einem nicht genehmigten Duellierclub? Nicht, dass es so einen Club gäbe, aber vielleicht doch. Nee, danke. Ich habe schon genug Hauspunkte verloren. Was ist dein Lieblingszauber für Duelle? Ich habe so das Gefühl, es geht um Duelle. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber offensichtlich. Du wolltest mit mir über mein Training sprechen? Du kennst die Grundlage des Duellierens, aber du musst noch mehr lernen, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu bestehen. Du hast Rowan schon überflügelt, daher habe ich noch einen deiner Freunde freiwillig gemeldet, um dir beim Üben zu helfen. Wir treffen uns auf dem Trainingsgelände, nachdem du eine Nachricht per Eule bekommen hast. Was? Heißt, ich muss da jetzt auch warten? Nee, ich soll mich mit Ben duellieren? Ernsthaft? Mit Ben? Auf dem Trainingsgelände? Ich bin gerade ehrlich gesagt so ein bisschen perplex, dass wir uns mit Ben duellieren sollen. Zumal das irgendwie total so eine Zufallskiste ist. Oder habt ihr vielleicht einen Tipp beim Duellieren, wie man wirklich die ganze Zeit gewinnen kann? Hast du dir das gut überlegt, Ben? Ja, absolut. Ich muss auch lernen, mich zu duellieren. Du bist schließlich nicht immer da, um mich zu beschützen. Ben mag zwar ein Feigling sein, nichts für ungut, aber laut Professor Flitwick ist er einer der begabtesten Erstklässler im Zauberkunstunterricht. Was? Ben? Ihr zwei solltet gute Trainingspartner sein. Ich möchte euch nur bitten, euch nicht zurückzuhalten. Ihr werdet viel mehr lernen, wenn ihr euch wirklich anstrengt. Also von mir aus kannst du mich gerne schonen, Valkyria. Manchmal ist es sicherer, weniger zu lernen. Nee, ich werde alles geben. Tut mir leid, Ben. Ich möchte dich nicht verletzen, aber wir müssen beide möglichst viel lernen. Verstanden. Ich werde mich mit meinem Gejammer zurückhalten. Und am Ende besiegt er uns. Ich spüre das schon förmlich. Oh krass, wir brauchen total hohe Attributwerte. Noch höher als Merula, vielleicht. Vielleicht habe ich den Knaben doch unterschätzt. Ich gebe es zu. Ich gehe mal Richtung Defensiv. Oh. Du bist hinterhältig? Wirklich? Rictus Sempra? Du Sack? Was ist los mit dir? Scheiße. Ich gehe da ja einmal im Kreis. Nö, macht er nicht. Schade. Geht doch. Wir werfen mal eine Fiole. Die bringt, glaube ich, gut was. Jo. Machen wir mal aggressiv. Oh, scheiße. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass wir gerade verlieren. Gegen Ben Copper. Ben, mach nichts, was dir leid tut. Achso, okay. Ja, das ist in Ordnung. Heilen ist okay. Heilung für 2 Runden sogar. Boah. Benno. Werfen wir nochmal eine Fiole. Wir haben ja jetzt noch nicht so viel abgezogen. Noch ist er uns unterlegen. Ist er auch noch hinterhältig? Das gibt's ja gar nicht. Sehr schön. Starke Verringerung, bla bla. Ich werf nochmal eine Fiole. Ich bin langweilig. Alle guten Dinge sind 3. Ja, was ist denn da los? Das läuft plötzlich so gut. Expelliarmus.
Schwupp, schwupp. Was passiert eigentlich, wenn ich hier versage? Wird der Zauber dann nicht ausgeführt? Wow. We did it! Wir haben gewonnen! Ich habe schon gedacht, wir verlieren jetzt extra. Bist du in Ordnung, Ben? Danke, dass du mich nicht geschont hast, Valkyria. Die Beulen werden vergehen, aber die Duellier-Erfahrung bleibt für immer. Gut gemacht, Valkyria. Du hast alles gegeben und sowohl du als auch dein Freund haben dazugelernt. Danke. Was ist mein nächster Schritt zur Duellmeisterin? Du musst Strategien und Techniken für Duelle studieren. Du musst dich auf dein nächstes Duell vorbereiten. Nächstes Duell? Gegen wen? Gegen mich? Oh ja. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ach, schön. Aber auch da müssen wir mit Rowan üben. Du duellierst dich mit Chester? Ich muss Bücher lesen. Ich sage Bescheid, wenn ich bereit bin, mein Wissen über das Duellieren mit dir zu teilen. Also, was bedeutet, wir haben jetzt zweimal die Aufgabe zu warten, um mit Rowan zu sprechen und dann müssen wir noch eine Lektion üben. Aber wie ihr seht, haben wir noch keine Energie. Ich habe das hier nämlich direkt angefangen, nachdem ich mit Kapitel 7 beendet habe. Und da fehlen mir jetzt einfach auch die Energiepunkte. Dementsprechend machen wir hier einen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Hello again, meine Lieben. Ich habe jetzt 3 Stunden gewartet. Das heißt, wir können jetzt mit Rowan in der großen Halle über unsere Duellierfähigkeiten sprechen. Denn ich habe so richtig Bock darauf, diesem Chester ordentlich eins reinzuwirken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich ihn total unsympathisch. Und es macht mir jetzt schon Spaß, dass wir uns hinterher mit ihm duellieren werden. Also müssen wir das jetzt nutzen und was das bedeutet, ist, dass wir uns mit Clever Rowan zusammensetzen müssen und darüber schnacken, was wir jetzt als nächstes machen und was wir lernen sollen. Ich habe so das Gefühl, dass 26 Energiepunkte wie immer nicht ausreichen werden, aber na gut, lassen wir uns einfach mal überraschen von der guten Rowan. Wow, es ist wirklich anstrengend, wenn man hier die Wartezeit die ganze Zeit mit Quatschen verbringen möchte und das irgendwie nicht hinkriegt. Ich schneide lieber weiter. Oh, Rowan. Ich will Chester in den Bobbes boxen. Wenn du mehr über Duelle lernen willst, solltest du mit dem Gryffindor Bill Weasley trainieren. Er ist einer der besten Duellanten in Hogwarts. Mit ihm trainieren? Ich werde mit ihm Hula Baloo veranstalten, Mäuschen. Stimmt es, dass dich unser Vertrauensschüler im Duellieren unterrichtet? Boah, das ist total klasse. Naja, geht so. Ich mag ihn nicht so besonders. Oh, sitzt er da nicht sogar? Lerne so viel du kannst, Valkyria. Es ist nicht mehr lange bis zu unserem Duell. Oh, Kumpel. Ich werde dich sowas von fertig machen. Hey, Valkyria. Wie fühlst du dich vor deinem anstehenden Duell mit unserem Vertrauensschüler? Ich freue mich darauf. Ich bin nervös. Ich bin konzentriert. Nee, ich freue mich da total drauf. Ich kann es kaum erwarten. Das Duell mit Merula war hart. Aber das wird meine bisher größte Herausforderung. Nun, ich werde dich nach Kräften vorbereiten. Wunderbar, Rowan. Ich habe alle Duellbücher über Strategien, Techniken und Berichte aus erster Hand gesammelt, die ich finden konnte. Danke, Rowan. Ich werde so viel davon lernen, wie ich kann. Oh nein, Valkyria. Wir werden alles gemeinsam lernen. Eine solche Gelegenheit zum Lernen mit meiner Freundin lasse ich mir nicht entgehen. Na, so ein Glück. Wie bitte? 1 Stern, um zu bestehen. Okay, aber wir müssen 3 Stunden üben und wir können es zwischendurch nicht abbrechen. Was halte ich davon? Ich weiß es nicht. Wir starten es einfach mal. Vielleicht brauchen wir ja doch nicht so lange. Also überfliegen wir jetzt erstmal die Notizen. Mist, ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen. Mädel, was hast du denn für eine Klaue? Das ist mir ja noch nie passiert. Oh, die Schübe hier lesen wir jetzt auch nochmal. Die Seiten sind eng beschrieben. Geil. Wir können es mit diesem Band hier vergleichen. Toll. Achso, ich dachte gerade schon, das hat nichts funktioniert. Aber es hat funktioniert. Es hat nichts funktioniert, ey. Diesen Satz probiere ich gar nicht erst vorzulesen.
diese beiden Zauber scheinen denselben Effekt zu haben. Na sowas, das verinnerlichen wir uns doch gleich mal. Bestimmt gibt es eine Gedächtnisstütze, damit ich mir das merken kann. Ganz sicher. Nee, aber mal im Ernst, Leute. Wenn es heißt, man braucht einen Stern, um zu bestehen, kann man diese Lektion dann auch abbrechen? Ich meine, ich weiß, dass wir theoretisch hier den Raum verlassen können. Aber so richtig, richtig abbrechen? Geht das? Ach, verdammt. Und jetzt haben wir wieder das Energieproblem. Deswegen mache ich noch einmal einen Cut. Bis gleich. Es wird Zeit, die Nachhilfestunde zu beenden. Ich habe mir mal die Freiheit genommen und habe einfach mal schon ein bisschen vorgearbeitet, damit wir eben nicht so lange warten müssen. Und ja, im Endeffekt musste man dann doch wieder warten. Noch mehr und noch mehr. Und das habe ich euch jetzt einfach mit dem Zusehen erspart. Danke, Rowan. Diese Duellbücher waren wirklich eine riesige Hilfe. Ohne dich hätte ich keine Chance gegen unseren Vertrauensschüler. Theoretisch sind deine Chancen immer noch minimal, Valkyria. Danke, Rowan. Das macht Mut. Also das bedeutet sehr klein. Ich weiß, was minimal bedeutet, Rowan. Ich bin nicht dumm. Ich sollte zum Trainingsgelände gehen und mich auf mein Duell mit unserem Vertrauensschüler vorbereiten. Viel Glück, Valkyria. Ich hoffe, trotz kaum vorhandener Wahrscheinlichkeit, auf deinen Sieg. Wow. Dankeschön. Das können wir leider auch erst in einer Stunde machen. Deswegen gehen wir jetzt kurz zu Snape. Oh Gott. Aber da müssen wir eben den Zaubertrank lernen. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass wir da auch wieder Energiepunkte brauchen. Habe ich recht oder habe ich recht? Wenn dem so sein sollte, dann mache ich wieder einen Cut. Oh Wunder! Und warte dann nochmal drauf, bis die Energie komplett zurück ist. Gut, Knut, gucken wir mal. Ein Schlafmittelbraun. Aber eigentlich soll Penny das ja brauen, oder? Müssen wir denn da unbedingt auch Energie reinstecken? Na also, da haben wir Penny, ansonsten ist hier niemand. Wenn das nicht die Heldin von Hogwarts ist. Danke, dass du mir beim Brauen eines Schlafmittels hilfst. Moment, woher weiß sie denn jetzt schon davon? Mit Vergnügen. Jeder will immer nur den aktuellsten Tratsch von mir hören. Es ist eine ganz neue Erfahrung, wenn jemand mein Talent mit Zaubertränken schätzt. Warum brauchst du meine Hilfe, um ein Schlafmittel zu brauen? Es ist für Mrs. Norris. Ich liebe Zaubertränke. Ich kann es dir nicht sagen, doch wir sind ehrlich. Mrs. Norris bewacht einen verschlossenen Raum, in den ich hinein will. Sie muss also ein Nickerchen machen. Wie aufregend. Keine Sorge, Valkyria. Ich werde dein Geheimnis bewahren. Warum ist Snape nicht hier? Wir haben unseren Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste verloren. Snape versucht, Dumbledore von sich zu überzeugen, obwohl ein Fluch auf der Stelle liegt. Gerüchten nach wird er sie nicht kriegen. Okay. Das heißt, es war damals schon so, dass jedes Jahr ein neuer Lehrer in Verteidigung gegen die dunklen Künste war? Das ist bitter. Ich glaube, ich habe dieses Jahr gar nichts in Verteidigung gegen die dunklen Künste gelernt. Also, jetzt wirst du wenigstens etwas über Zaubertränke lernen. Naja, du kannst auch nichts lernen, weil du dieses Fach gar nicht hattest. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also, wir brauchen auf jeden Fall Energiepunkte. Bei Chester müssen wir jetzt noch eine Stunde warten, bis wir uns final mit ihm duellieren können. Und für Alohomora brauchen wir auch wieder Energiepunkte. Dementsprechend wieder einmal ein Cut. Es ist an der Zeit, Chester die Hammelbeinchen langzuziehen. Und aus diesem Grund sind wir gerade unterwegs zum Trainingsgelände, wo er auf uns wartet, um uns eine vermeintliche Niederlage zu verpassen. Aber ich habe nicht vor, gegen unseren lieben Vertrauensschüler zu verlieren. Oh Gott, ich spuck hier vor die großen Töne, am Ende wird's eine Katastrophe. Bist du bereit für unser Duell, Valkyria? Ich bin bereit. Ich habe alle Duellbücher gelesen, die ich finden konnte und bin optimal vorbereitet. Gut gemacht. Ohne Vorbereitung wirst du nicht gewinnen.
Aha. Man wächst nur an seinen Herausforderungen und du brauchst stärkere Gegner, um dich zu verbessern. Ja, da hat er wohl recht. Ich möchte nur, dass du alles gibst, wie bei einem Duell gegen Ben Copper. Du solltest dasselbe tun. Ich habe vor zu gewinnen. Gut, lass uns anfangen. Ich hoffe nur, dass die Attribute stimmen. Und das tun sie. Also starten wir jetzt direkt in das Duell mit dem Vertrauensschüler. Da sieht er so panisch aus, irgendwie so. Oh mein Gott, schaffe ich das wirklich? Panik. Na gut. Simples Schere, Stein, Papier. Das gefällt mir gar nicht. Hinterhältig ist, glaube ich, die mutige Aktion. Habe ich da recht? Wenn ja, dann sollte ich, glaube ich, verhindern, dass er das nimmt. Verdammt! Aua! Finde ich nicht cool. Ich bleib bei... Das kann nicht wahr sein! Chester, ich will nicht, dass du gewinnst. Toll, jetzt bin ich eine Runde lang betäubt. Er hat zweimal aggressiv genommen. Aha! Okay. Wir werfen auf jeden Fall erstmal die Fiole. Das bringt, glaube ich, mehr Punkte, obwohl wir sind überall bei 7. Das sollte eigentlich nichts machen. Wenn ich recht habe, dann nimmt er jetzt defensiv. Alles klar. Flipendo. Verdammte Scheiße. Ah, jetzt funktioniert das. Wunderbar. Das gefällt mir. Und damit haben wir ihn fast besiegt. Nimmt er jetzt wieder defensiv? Nein, okay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Aber irgendwie verlieren wir auch viel weniger als er. Okay. Ist gut, Junge. Bleib mal ruhig. Wir beenden das hier jetzt an dieser Stelle. Edge, ich habe gegen dich gewonnen. Oh, Baby. Mich würde ja mal interessieren, in welcher Klasse er ist. Unglaublich. Du bist wirklich so mächtig, wie ich gehört habe. Vielleicht solltest du mir etwas über Duelle beibringen. Haha, schön. Ohne deine Hilfe wäre ich niemals so weit gekommen. Oh. Wirst du allen Schülern in Ravenclaw erzählen, dass du deinen Vertrauensschüler in einem Duell besiegt hast? Nein, das machen wir nicht. Oh, guck mal, wie er guckt. Wie so ein armes, getretenes Welpenbaby. Nein, das machen wir nicht. Ich werde es niemandem erzählen. Hier geht es nicht um die Ehre, sondern du sollst etwas lernen und dich verbessern, um für zukünftige Herausforderungen gewappnet zu sein. Danke, Valkyria. Ich werde Professor Flitwick sagen, dass du eine herausragende Vertrauensschülerin abgeben würdest. Ich glaube, da mag Rowan uns nicht mehr. Ich habe dir alles beigebracht, was ich über Duelle weiß. Du solltest in Hogwarts nach einem mächtigeren Lehrer suchen. Yay! Das klingt gut. Stärkeprüfung haben wir abgeschlossen. Ich hätte mir jetzt eigentlich noch Hauspunkte gewünscht, aber man kann ja nicht alles haben. Als nächstes gehen wir mal zu Penny und kümmern uns um die Hauptquest. Oder sollte ich erstmal Alohomora lernen? Nee, ich glaube, ich lerne erstmal Alohomora. Erachte ich als sinnvoller, denn wenn wir hinterher wieder Attribute brauchen und ich nicht genug Attribute für die Hauptquest habe, ja, das wäre natürlich mal wieder blöd. Also machen wir jetzt erstmal den Zauberkunstunterricht und gehen danach zu Penny und schließen dann Kapitel 8 ab. Auf geht's. Wir brauchen definitiv 5 Sterne, was bedeutet, dass wir die 8-Stunden-Lektion machen müssen. Heidi, ich hoffe nur, ich schaffe das. Es ist jetzt schon 6:30. Ich habe eigentlich nicht vor, bis morgen früh wach zu sein. No risk, no fun. Was soll's. Ich habe eine Lektion zu einem sehr wichtigen Thema vorbereitet. Alle mal zuhören. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber
Einer ist nicht so viel. Träumen wir erstmal mit offenen Augen. Froschchor. Ich finde den Froschchor so geil. Professor Flitwick ist unglaublich geschickt mit dem Zauberstab. Woher weißt du das denn? Die Beziehung zwischen Zauberer und Zauberstab ist entscheidend. Ja. Schreiben Sie sich das auf, Miss Delacroix. Das kriegen wir hin. Boah, das wird irre lange dauern. Stehen Sie so, dass sich Ihre Schultern direkt über Ihren Füßen befinden. So wie beim Schießen auch. Jeder Schwung muss stimmen. Skizzieren wir nochmal ein bisschen. Sie können meine Zauberstabbewegung gerne in Ihr Notizbuch... Was? Nachsehen? Zuhören? Was? Oh, das frustriert mich gerade echt, dass wir 5 machen müssen, um den Stern jetzt noch zu kriegen. Das ist bitter. Ich nehme mal ein bisschen Tapferkeit. Ich habe eine Frage für Sie. Mal sehen, ob Sie die Antwort wissen. Na, dann schieß mal los. Wozu würde man Alohomora zaubern, um Hallo zu sagen? Das finde ich schön. Aber eine Tür zu entriegeln. Hallo sagen. Alohomora. So der Aloha-Ersatz. Gott, das war so nervig. Ich hatte früher in meiner Ausbildung einen, der hat immer so richtig übertrieben Aloha gesagt. Das hat einen immer so... Oh, Junge, halt einfach den Rand. Schüler, die gut aufpassen, haben es nachher leichter mit den Zaubersprüchen. Schaut mir zu. Alles klar. Gut, wir können jetzt noch eine Frage stellen und dann haben wir gleich keine Energiepunkte mehr. Die Bücher lesen wir auch noch durch. Und jetzt haben wir eigentlich keine Punkte mehr. Was bedeutet, ich mache an dieser Stelle einen Cut und ich glaube, ich cutte so weit bis zum 4. Stern, dass wir dann halt nur noch den 5. komplettieren müssen. Und dann wären wir auch schon mit Zauberkunst durch. Also, Bildschirm, werde schwarz. Da wir jetzt so super vorbildliche Schüler sind, liegt es an uns, den Leuten was beizubringen. Ich habe jetzt mal geschaut. Ich habe um 6:30 angefangen mit dieser 8-stündigen Lektion. Es ist jetzt kurz vor 11. Dementsprechend hoffe ich mal, dass wir gleich fertig sind. Viel fehlt ja nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die Referenz reicht. Gestikulieren können wir auf jeden Fall nicht, habe ich gesagt. Verdammt. Wieder ein zu viel weg. Und jetzt haben wir noch 2. Nee, nur 1. Ach, das ist so ärgerlich. Immer diese Problematik mit der Energie. Versuchen wir uns jetzt ein letztes Mal zu erinnern. Vielleicht, ja, vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ah, ich will weinen. Groß und lange weinen. Nachdem er mir jetzt ein Taschentuch gereicht hat, danke Vito, kann ich auch schon weitermachen. Ich habe jetzt tatsächlich 20 Diamanten ausgegeben, um weiter gestikulieren zu können. Und damit haben wir die Stunde dann auch endlich gemeistert. Mann, ey, so ein Drama. Hätte man das sofort genommen, hätte man sich die ganzen Energiepunkte sparen können. Bereit? Dann schau mir zu. Jo, dieses Mal will ich nicht verkacken. Yay! Naja, das ist Lumos. Und nicht Alohomora. Das scheint das Spiel auch begriffen zu haben. Das war zu viel für das Spiel. Oh, das macht ihr ganz toll so synchron. Wunderbar, damit haben wir die Lektion Alohomora freigeschaltet. Wie jetzt? Das heißt, es kommt noch einer auf uns zu. Ich weine bitterlich. Naja gut, was soll's. Was uns noch fehlt, ist das Schlafmittel zu brauen und Alohomora müssen wir auch nochmal machen.
Ich denke mal, dass ich alle Humora dann im Hintergrund bearbeiten werde und dass ich dann die Hauptquest eher weitermache. Gut, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir mit Penny zusammen den Schlaftrunk brauen. Bis dahin, Schnitzelmama over and out.